Herzlich willkommen bei Eumeli LP zu einem neuen Part von Sims 4. Wie ihr im letzten Part eventuell bemerkt habt, bin ich hängen geblieben. Ich weiß nicht, hier ging gar nichts mehr. Ich habe alles Mögliche ausprobiert. Nichts ist gegangen. Und letztendlich musste ich leider das Spiel verlassen und nochmal ganz von vorne anfangen. Hab also den Part versucht, soweit es geht, nachzuspielen. Das ist mir auch einigermaßen gelungen. Nur jetzt am Schluss ist natürlich jetzt die Szenerie ein kleines bisschen anders. Wir haben jetzt hier oben statt der lieben Anke oder wie sie hieß, einen Julian sitzen und den haben wir uns gerade mal vorgestellt. Sie hatte auch schon ihre Orangiade mit Pfiff und na, dafür muss sie jetzt auf Toilette und das nächste, was wir machen wollen, ist ja auf diesen Grillplatz da drüben versuchen zu kommen. Wir lassen sie jetzt noch ein bisschen plaudern und gucken mal, wie das hier läuft. Ich hoffe, das Spiel hängt sich nicht wieder auf. Weil ich kann ja hier auch gar nicht speichern und nix. Was da los war, ich habe keinen Plan. Es ist einfach passiert. So, dieser Julian, dem wir gerade reden, Julian Weißhaupt, wenn ich es richtig lese, ist auch ein junger Erwachsener, den müssen wir uns mal näher betrachten. Guck mal, wie schaust du aus? Weil wir sind ja auch immer noch auf der Suche nach einem männlichen, ja, Partner, ne? Ich meine, da müssen wir uns ja langsam kümmern. So, war hat die... jetzt habe ich es nicht lesen können. Moment, ich will mal was ausprobieren. Halte mal ganz kurz an, dass hier nichts passiert. Da haben wir ja die Pinnwand, da steht doch. Da, guck, so ist das nämlich gedacht. Hat folgende Merkmale von Julian kennengelernt. Er ist ein Vielfraß. Aha, jetzt weiß ich auch, dass man wirklich in der Pinnwand im Notfall nachgucken kann, wenn ich es denn nicht lösche, weil ich habe es ja jetzt letztens löschen müssen, weil so überfüllt war. Was willst du denn jetzt machen? Irgendwas ansehen? Nee, also man rennt doch nicht mitten aus dem Gespräch. Ist doch echt zum Mäusemelken. Mädel, du gehst dir jetzt nichts ansehen. Du gehst bitte, wenn überhaupt, mal hier auf Toilette. Verwende das mal. Ich hoffe, die sind hier nicht nach Männlein, Weiblein sortiert. Nö. Gut. Sehr fein. Was wollte sie eigentlich? Was steht denn da jetzt? Ja, zur Musik aus der Stereoanlage tanzen. Ich habe immer noch nicht den Lautsprecher gefunden. Oder ist das was? So. Mit den Lautsprechern habe ich hier so meine Probleme. Aber ich weiß, dass eigentlich Musik da sein müsste. Ich weiß halt nur nicht, wo. Gut, halt, nee, wo läufst du denn jetzt wieder hin? Was halt, okay, sie will sich noch ein Gemälde ansehen. Ja gut, dann gucke du mal da ein Gemälde an. Ich wollte nämlich mit dir... Hier, was, sie hat ja noch Hunger, ne? Dann würde ich doch gerne mal hierher gehen. Ah, gibt's da noch was zu essen? Ah, guck mal, hier gibt's noch was. Ist das okay? Hamburger, was stand da? Ja, und die sind noch in Ordnung. Gut, dann nimm dir da mal einen. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Hat sie das jetzt? Ja. Und dann klicke ich mal kurz auf sie, damit wir sie wieder verfolgen können. Wie läufst du denn, Mädel? So, jetzt bin ich gespannt, wo sie hinläuft. Hey, ich sehe nichts. Kannst du mal so rum? Wir wollen dich sehen, weißt du? Ja, wie gesagt, in dem Part davor ist jetzt so viel nicht passiert gewesen. Ich habe euch meinen neuen Upload-Plan vorgestellt und wir haben zwei Gemälde gemalt und verkauft. Sie hat neue Arten und zwar kann sie jetzt Pop-Art-Gemälde fertigen. Die sehen ganz witzig aus. Ja, und danach war sie inspiriert und wollte halt über Farbtheorien sprechen und ins Museum gehen. Und deswegen sind wir hier in Willow Creek diesmal ins Museum gegangen. Und da haben wir ein paar Leute bequatscht und so. Alles soweit ganz schön, aber sind am Schluss des Parts hängen geblieben. Wen haben wir denn jetzt da? Marcel Krämer, Erwachsener. Ah ja, hallo du. Guten Appetit, ihr beiden, ne? Lasst es euch schmecken. Der sieht aber auch... Oh. Echt lecker aus, der Hamburger. Also, den würde ich auch essen, glaube ich. Doch, sogar... Man erkennt sogar die einzelnen Schichten. Also da muss ich ja mal wirklich sagen, die Grafik ist schon echt genial. Brötchen, Salat, Fleisch, Käse sehe ich rausquellen. Also, Und die unterhalten sich ganz locker. Ja, schön. Was ich euch mal noch fragen wollte, ist mir gerade so eingefallen.
Wir haben ja jetzt ganz am Anfang unsere liebe Kira erstellt, ne? Und haben ihr diese tollen Anziehsachen da gegeben. Ah. Gibt es hier irgendwo etwas, wo man Klamotten kaufen kann? Weil sie soll ja nicht 5 Jahre und 3 Tage jetzt mit dem gleichen Outfit rumrennen. Wie funktioniert das bei Sims 4? Gibt man da auch irgendwie wie bei Sims 2 hin, in den Laden, holt sich Klamotten? Wenn ja, bitte, wo gibt's diesen Laden? Und kann sich dann entsprechend umziehen? Oder ist das anders? Ist das so, dass man dann auf den Kleiderschrank... Hast du jetzt zugenommen, Mädel? Nö, nö, nö. So, du hast zugenommen, oder was? Oder ist das so, dass man auf den Kleiderschrank klickt und... ja, du darfst mal joggen gehen. Komm, hier ist schön. Geh, guck dir mal die Gegend an. Geh mal ein bisschen joggen. Ja, oder ist das, wie gesagt, dass man auf den Kleiderschrank klickt und dann da irgendwie wie in Create a Sim einfach neue Sachen auswählt und die hat sie dann zusätzlich zur Verfügung? Oder wie funktioniert das? Ich habe da überhaupt keinen Plan von und bin leicht irritiert, weil ich dauernd gucke, ob ich irgendwo eine Boutique finde, wo sowas einkaufen kann. Anmerkung, ich habe noch nicht dieses an die Arbeit Addon. Das kommt demnächst wahrscheinlich auch dazu. Aber das ging jetzt so schnell einfach aus finanziellen Gründen auch noch nicht. Und ja, aber natürlich werde ich mir das holen, weil ich finde das ja tierisch interessant, wenn man die Leute auch auf die Arbeit begleiten kann und so. Hey, cool, da haben wir wieder das Schiffchen. Ah, ist auch so ein Piratenschiff. Also die Dinger finde ich ja cool, ne? Also echt genial. Ah, ich dachte, ich hätte wieder irgendwas gehört. So, was wollte sie denn da? Immer noch Musik zur Stereoanlage? Ja, das haben wir jetzt nicht. So, also ich denke mal, sportlich warst du jetzt auch genug unterwegs. Stopp, 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 ist okay. Dann hör mal auf zu joggen. Und dann würde ich sagen, wir haben Abend. Du hast jetzt gut gefuttert, du darfst jetzt nach Hause gehen. Und dann müssen wir uns echt mal drum kümmern, ja, dass wir, zu Hause noch ein bisschen was aufmotzen. Da ist ja auch noch nicht alles so, wie es sein sollte. Dass wir uns ein bisschen mehr um die Leute kümmern, die wir jetzt schon kennen. Vielleicht sollten wir mal eine Party machen oder so. Ah, da geht sie nach Hause. Okay. Klicke auf Angelschilder, überall ein Spiel finden, Wasser. Nähe findest, um zu angeln. Genau, ja. Können wir auch mal gerne wieder tun. Ja, aber eine Party wäre ja auch mal irgendwie interessant. So, ne, haben unser Häuschen noch gar nicht eingeweiht und nix. Ja, da sind wir wieder. Sehr fein. Was hat sie denn? Sie wollte höheres Level der Malerfähigkeit haben und irgendwas pflanzen. Pflanzen können wir noch nicht. Ne, wir können nur da hingehen. Ne, 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 es ist okay, brauchst du nicht. So, es ist, wie gesagt, uiuiui, schon 22 Uhr irgendwas. Aber sie ist auch noch jetzt noch nicht so müde. Das heißt, dann kann sie die Zeit nutzen und kann hier noch mal ein bisschen malen, finde ich. Ne? Geld ist immer gut, dann malen wir noch mal ein Pop-Art. Oder was heißt nach Vorlage malen? Nee, machen wir lieber erstmal Pop-Art. So ein mittleres würde ich jetzt mal machen. Dann dauert das noch mal ein bisschen. Dann wird sie auch schön müde. Und dann müssen wir mal gucken, wen kennen wir denn jetzt überhaupt alles? Aha. Beziehung, schauen wir uns die doch mal an. Ach hier, so. Mhm. Da haben wir den Marcel Krämer. Da steht jetzt, steht da irgendwie, ob das ein Erwachsener ist oder nicht. Hm. Ja, klar. Ja, den kennen wir eh noch nicht. Da, Julian Weishaupt, da wissen wir, der ist ein Vielfraß. Da sind irgendwelche Kinder, mit denen sie mal irgendwie, keine Ahnung. Ja, das ist die Anne, genau, Anne Roth, mit der hatten wir gesprochen, wo wir hängen geblieben sind. Das war die, von der wissen wir auch weiter noch nichts. Dann Julian Roth, oh, Levelaufstieg, jawoll, und da haben wir das doch schon wieder geschafft. Da ist sie glücklich, gell, ja. Was will sie denn jetzt wieder? Mit jemandem plaudern, weil sie glücklich ist, ja, das kann ich verstehen. Vielleicht können wir ja diese Anne Roth mal anrufen. Aber hatten wir nicht irgendwo... Ah ja, doch, da kommen sie. Die Brigitte. Die ist gut und ist schon Freundin. Da steht das. Okay. Den haben wir sonst noch bekannt. Was ist mit dem Stefan? Das ist nur ein Bekannter. Auch. Oh, der ist böse. Ja, nee, den wollen wir nicht. Den schlagen wir uns wieder aus dem Kopf. Bösen Typ will ich nicht.
Dann haben wir hier irgendwelche Leute. Materialistisch ist auch nichts für mich. Nee, so Typen kann ich nicht gebrauchen. Und da haben wir dann noch Enrico und die Summer Holiday, die finde ich sehr nett. Gute Freunde. Oh, da sind wir sogar schon gute Freunde. Ei, toll. Aber jetzt um 23 Uhr können wir die, glaube ich, nicht mehr anrufen, oder? Wie ist denn das? Kriegen wir dann geschimpft? Warte mal, wir probieren es mal. Plaudern mit. Da haben wir jetzt die ganzen Leutchen. Wo ist Summer? Summer ist hier gar nicht mit dabei. Ei, guck. Warum haben wir die Summer nicht hier da drin? Oder habe ich die jetzt übersehen? Warum sind nur bestimmte Leute in dem Telefondingens drin? Ei, gut, dann rufen wir die Brigitte an und schmeißen die mal mitten in der Nacht aus dem Bett. Wow! Schickes Gemälde. Und sie freut sich. Ja, was steht da jetzt? Was? Ich schlafe, ruf später an. Okay, ja, das dachte ich mir so. Jetzt ist sie inspiriert und möchte eine Gruppenmahlzeit zubereiten, weil sie inspiriert ist. Aber nee, ihr könnt mich mal, die geht nämlich jetzt ins Bett. Ich wollte mir nur mal dieses schöne Gemälde angucken. Wie nennt man denn sowas? Mädchen in Rot und Blau oder so, ne? Keine Ahnung. Was Besseres fällt mir jetzt nicht auf. So, Mädchen in Rot und Blau, nennen wir das einfach mal so. Weil irgendeinen Titel soll das Ding ja haben, ne? Dann rahmen wir das Ganze und dann gucken wir mal, was wir dafür kriegen. Und wenn wir das Geld eingenommen haben, kann sie sich... Wow, 174 zumindest schon mal, da geht es gut. So, dann kannst du jetzt Haya machen gehen. Ach, herrlich. Ja, wie gesagt, ihr seht ja, ich bin hier noch längst nicht so richtig bei. Das dauert bei mir immer alles ein bisschen. Aber es macht Spaß. Also, das kann ich wirklich so nur sagen. Es ist eine sehr spaßige Angelegenheit. Ach ja. Ja. Und doch. Also ich überlege gerade, weil wir ja wie gesagt noch keinen Fernseher und nichts haben. Jetzt rennt die mir den ganzen lieben langen Tag hier immer in ihrem Outfit rum. Komm, zieh dir doch mal was anderes an. Outfit ändern, Alltagskleidung. Da steht auch immer eine Zahl hinten dran. Wahrscheinlich heißt es, wie viel wir haben. Schätze ich jetzt mal so. Gut. So ändert man hier das Outfit. Das ist schon mal schön. Weil das muss ich ja auch mal langsam alles lernen. Ich finde es nämlich bescheuert, wenn sie dauernd in dem schönen, süßen Schlafanzug da rumrennt. So, dann hat die Madame Hunger. Jetzt wollte ich doch noch mal gucken, ob wir mal was kochen können. Weil irgendwie, oder ist das bei Frühstücken? Nee, da geht immer nur Rührei. Kannst du nichts anderes? Achso, da fehlt die Tomate. Ja, genau. Lebensmittel kaufen? Wie funktioniert das hier? Ach Leute, ich frage euch Löcher in den Bauch, weil ich von nichts eine Ahnung habe. Nee, ich glaube, dann essen wir einfach wieder Cerealien. Das ist dann immer noch das Beste. Ah, so langsam würde ich sagen, geht uns der Kram hier auch aus. Dann ess mal Joghurt. Oder sie macht schon wieder selbst irgendwas. Naja, dann fummel ich da lieber nicht dazwischen. Oh oh, ihr ist unwohl. Oder ausgebrannt. Und warum? Weil, was? Fieser... Kühlschrankgestank. In diesem Kühlschrank schlechter Qualität riecht es ziemlich unappetitlich. Das Ganze 3 Stunden lang. Igitt. Ey, was habt ihr gemacht? Was haben denn die Sims hier für komische Sachen? Das gab's bei meinen anderen nicht. Ey, hallo. Ja, wie gesagt, also wir haben noch nicht mal einen Fernseher. Da steht die Staffelei mitten im Wohnzimmer. Das ist ja soweit nicht schlimm. Aber ich denke, wir bräuchten auch mal... Ja, vielleicht so eine Art, so Büro. Also dann könnte sie da ihre Leinwand vielleicht auch hinstellen, hätte vielleicht auch mal einen PC oder irgendwas. Sollte man sich vielleicht auch mal zulegen. Küche ist ja soweit okay. Und dass sie jetzt keinen Tisch oder Stühle hat, finde ich jetzt auch nicht so fürchterlich. Aber ja, wenn wir dann, ne? Das sollte man auch mal überlegen. Also, ja, muss ich mal gucken. Aber wir haben ja auch immer noch den Wunsch, hier nach was anzupflanzen. Man weiß immer noch nicht so genau. Platziere eine Blume oder Frucht oder ein Gemüse in der Spielwelt.
Das heißt, wir müssten aber erstmal wieder was Samen irgendwo herkriegen. Ah, sie will mit jemandem plaudern. Den Wunsch kann ich dir auf jeden Fall mal erfüllen. So, und da, weil mal, was steht da? Sie können durch Ernten gesammelt werden. Genau, du kannst sie auch am Computer oder der Pflanzkiste kaufen. Jetzt ist ihr unwohl, weil es wahrscheinlich nicht geschmeckt hat, oder? Was steht da? Schlechter Nachgeschmack. Ja. Dieses Essen war nicht sehr lecker. Ja, komm, dann räum aber wenigstens den komischen Teller mal weg. Sonst ist dir noch unwohl, weil es hier mies aussieht. Musst du eigentlich irgendwas putzen? Nee, oh, Planschen kann sie da auch. Hier gibt's sonst nichts zu tun. Da gibt's, nee, da steht auch nichts. Planschen. Was wäre das gewesen? Auch ja, okay, gut. Dann warte, 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 warte. Was willst du? Was willst du da machen? Trinken? Nee, du musst jetzt nichts trinken. Du bist doch satt. Also Mädel, entweder frühstückst du oder du trinkst was. Also, ich würde mal vorschlagen. Wow! Hey, merkt wirklich, wir sind aufgestiegen. Pop-Art-Gemälde, realistisches Gemälde und abstrakte Gemälde können wir jetzt auch noch machen. Ich würde sagen, wir fangen mit einem kleinen klassischen für heute an. Ach so, nee, Moment, 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 stopp. Bevor du das machst, du wolltest... Ach, das ist auch neu. Ich klicke auf die Frau und kann sagen, Outfit ändern. Das habe ich bei Sims 2 immer vermisst. Du wolltest ja mit jemandem plaudern, dann mach das doch mal. Wo haben wir denn deine Lieblinge da? Warte mal, da sind Freunde. Da habe ich nur die Summer Holiday. Wieso krieg ich hier die Brigitte nicht angezeigt? Ist die jetzt runter, weil im Haushalt habe ich niemanden. Romantisch ist auch nichts. Krieg ich die Brigitte jetzt da nicht angezeigt, weil ich sie gestern mit meinem Anruf verärgert habe, weil ich dachte, wir sind auch Freunde. Irritiert, ich bin irritiert. Nee, 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 jetzt hör mal auf, da was trinken zu wollen. Oh, jetzt stellst du es hin und es vergammelt. Toll. Naja gut, vielleicht kannst du das später noch trinken. Wie lange hält denn sich sowas? Ja gut, okay. Kann man es auch wieder wegpacken, mal ganz blöd gefragt, wenn man es jetzt nicht trinken wollte? Ah ja, man kann es auch wieder weglegen. Er legt das wieder weg. So, ja. Sorry, ich sehe gerade, dass meine Zeit schon wieder am Ablaufen ist. Das ist fürchterlich hier, echt. So, was will sie wieder? Mahlzeit kochen. Ja, das können wir mal anpinnen. Das ist in Ordnung. Das muss sie ja irgendwann sowieso. Und wie gesagt, du tust mir jetzt bitte hier... Nee, nicht dahin gehen. Ein klassisches kleines Gemälde machen. Ja, ich weiß, dir ist gerade nicht so danach, aber das ist so. Da kann man nicht immer drauf, ne? Rücksicht nehmen. Und außerdem, malen ist gut, das bringt Spaß, das inspiriert dich vielleicht wieder. Ach, wir hätten dich auch erstmal in die Badewanne stecken können. Na gut, jetzt malst du mal schnell noch ein Gemälde. Und dann packen wir sie in die Badewanne und dann mache ich auch Ende mit dem Part. Ich denke, dann ist der wieder lang genug gewesen. Und ja, dann hoffe ich, dass ihr da Spaß dran hattet und mir eventuell die eine oder andere Frage beantworten könnt. Und dann gucken wir mal im nächsten Teil, was haben wir denn hier? Sonntag, das ist ja sogar ganz praktisch, genau. Gucken wir dann mal. So, was haben wir denn da? Oh, ein Clown. Wir haben einen Clown gemalt. Ey, das finde ich schon mal schön. Was will sie denn jetzt? Museum besuchen. Ja, das dachte ich mir, dass das jetzt kommt. Nee, nee, heute nicht. Wir geben dem Clown erstmal einen Namen. Clown mit Ballon, würde ich sagen. Das hört sich gut an. Clown mit Ballons. Und dann rahmen wir das Ganze und dann darfst du es auch wieder verkaufen. Ich hoffe, dafür kriegst du ein bisschen was. Was gibt's? Wow, 151. Also sie macht jetzt einen Plus von 100. Bei so einem kleinen Gemälde. Das ist ja schon mal eine ganz ordentliche Geschichte. So, jetzt schmeißen wir dich noch in die Badewanne, meine Süße. Und dann schauen wir mal im nächsten Part wahrscheinlich. Oh ja, ich sehe gerade was. Ich habe hier außen noch überhaupt keine Verkleidung für die Wände. Das sieht ja auch mehr als bescheuert aus. Das müssen wir auch noch machen. Also im nächsten Part kümmern wir uns mal hier ein bisschen ums Aussehen der Hütte. Laden uns vielleicht mal, wenn es klappt, ein paar Leute ein, eventuell als Party, weil wir haben ja, wie gesagt, hier noch gar nichts gemacht, großartig. Und das würde ich jetzt gern mal machen. Und dann müssen wir uns echt drum kümmern, dass sie irgendwie ja doch öfter mal unterwegs ist und vielleicht den einen oder anderen jungen Mann kennenlernt.
Ne? Also, und bis dahin wünsche ich euch noch was. Oh, und wir sehen uns dann. Macht's gut. Tschüss.